Der Inhalt ist leicht erklärt, das ist eigentlich das normale, bodenständige, ich möchte sogar sagen, die Gedanken, die jeder hat, manche Leute sagen dabei, ja genau, so denke ich auch, ich kann es gerade nicht so sagen. Und ich glaube, das ist die Stärke in den Sachen drin, dass ich das schreiben kann, was viele denken, aber nicht das richtige Wort dafür finden. Und da bin ich recht stolz drauf, dass ich das Wort finde, das die meisten suchen. Der bayerische Wald liefert so viele Geschichten, dass noch Generationen drüber schreiben könnten. Er regt an. Er legt es nicht einfach aufs Tablett und sagt, schau her, so ist, sondern es muss Leute geben, die das spüren, diese Anregung, und dann umsetzen können. Eine fertige Geschichte wird der Wald nie liefern. Aber die Anregung dazu, für Leute, die Empfindungen haben, da haben sie gut aufgehört bei uns, glaube ich. Ich finde das eine ganz wichtige Institution. Nicht die Einrichtung als solche, sondern die Arbeit, die da drin geleistet wird. Man kann als Titel, Namen, Organisationen erfinden, wie man mag. Es müssen Leute mitarbeiten, da drin arbeiten, ausarbeiten und sich einbringen. Und dann kriegt man ein Ergebnis. Ich glaube, man kann es nicht so leicht machen und sagen, wenn die nicht liefern, dann ist nichts. Sondern ich muss da was bringen, mitarbeiten, und zwar so gut ich kann. Und wenn das alle tun, dann kommt unterm Strich immer was raus, egal wie die Institution heißt.